Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von FIFA 18, dem Karrieremodus. Heute das Spiel der Spiele der letzten Monate oder der nächsten Wochen, der nächsten letzten Spiele, keine Ahnung. Zu Hause im Halbfinale gegen die Bayern. Wir sehen hier noch die Viertelfinalbegegnungen. Wir haben 1-0 bei Hertha gewonnen. Die Bayern zu Hause ganz knapp 2-1 gegen St. Pauli. Es wird auch dieses Mal ein spannendes Spiel werden, auf jeden Fall. Ein sehr knappes Ergebnis. Also ich glaube nicht, dass weder die Bayern uns abschießen, noch dass wir die Bayern abschießen. Also das glaube ich nicht. Dafür sind beide Mannschaften einfach zu gut. Aber heute wird es auf jeden Fall einen Sieger geben. Wir haben die Bayern zu Hause geschlagen. In München müssen wir dann noch spielen. Nach dem Pokalspiel hier. Egal wie das ausgeht, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Mittelfeld stelle ich mal um, Mascarell und jetzt würde ich eigentlich gerne Hasebe hinten tun, aber wir lassen mal Fernandes da. Gacinovic, Rebic, Haller, den Vieren wünsche ich da heute wirklich einen Sonntag vorne, dass ja, wir weiterkommen. Da sehen wir den tätowierten Ramis. Ja, es ist, wie gesagt, nur ein Spiel, was über Sieg und Niederlage entscheidet. Entweder sind wir im Finale und haben auf jeden Fall ein Derby, egal ob ein Hessen-Derby oder ein Rhein-Main-Derby. Auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. Frankfurt gegen die Bayern in Kürze. Und wieder Haller. Hat Frankfurt nur Haller als Spitzenspieler? Weiß ich nicht. Und da haben wir Lewandowski. Ich kann das auch nicht überspringen übrigens, ne? Also ich kann nichts machen. Ich muss das jetzt laufen lassen anscheinend. So, also hier wird es sich heute entscheiden auf dem Rasen. Frankfurt gegen die Bayern. Hummels und Co., David Abraham und Co., die besten Leute beider Mannschaften, sind bereit für ein großes Spiel. Ich hoffe, ihr seid auch bereit und ihr freut euch und fiebert mit mir. So, das geht schon mal gut los. Der erste Fehlpass nach nicht mal 30 Sekunden und die Bayern in Ballbesitz. Aber der Ball ist schnell wieder weg. So muss das heute gehen. Wir müssen die Bayern von vornherein, müssen wir die aggressiv, müssen wir die angehen. Und natürlich die Chancen, die wir haben, nutzen. Das ist klar. Die Bayern kommen uns noch mehr entgegen mit ihrer Spielweise. Noch viel offensiver, noch druckvoller. Da muss besonders die Verteidigung heute in Person um David Abraham und Caicedo. Caicedo habt ihr gerade gesehen. So müssen wir das machen. Den Bayern gar keine Luft zum Atmen geben, wie Jürgen Klinsmann damals gesagt hätte. Der Robert, der muss deinen Atem spüren. So, Fernandes unten auf Timothy Chandler. Platz ist da. Zum ersten Mal. Flanke ist da. Zweiter Pfosten. Rebic. Ja, aber der Kopfball muss anders kommen. Der muss aufs Tor. Muss der. Ich meine, Versuch war gar nicht schlecht, aber der muss aufs Gehäuse kommen. James. David Alaba. Vidal. Ja, Vidal können wir ruhig mal ein bisschen härter heute angehen. Der kann das auch ganz gut. Der teilt auch sehr ordentlich aus, Vidal. Der kann auch mal was einstecken, wie damals Marc van Bommel. Auch ein sehr aggressiver Leader bei den Bayern. Lewandowski. Fehlpass. Caicedo. Oh, da ist ein bisschen Platz. Fernandes. Haller. Läuft Fernandes wohl etwa mit? Ich glaube es nicht. Der läuft mit. Oh, Rebic haben wir verpasst. Da in die Lücke zu schicken. Aber dann machen wir es halt über links. Über Haller, über Willems. Das sieht richtig stark aus. Diesmal auf der anderen Seite der lange Ball. Aber auch da wieder geklärt. Fabian. Gegen Martinez. Ja, aufgepasst. Nicht, dass er uns foult. Das wäre aber eigentlich gut für uns. Fernandes, Rebic. War ein Schuss von weit, muss jetzt her. Irgendwie. Fabian. Gacinovic. Okay, aber so ist das gut. So haben wir die Bayern da, wo ich sie haben wollte. Beziehungsweise wie ich sie haben wollte. Viel Ballbesitz, viel hin und her laufen. Irgendwann wird sich die Lücke ergeben. Das sieht zwar jetzt blöd aus, aber die Lücke ist irgendwann da. Da ist sie. Da ist sie. Und da ist das 1:0 in der 16. Minute durch Marco. Marco Fabian findet die Lücke mit Haller zusammen und führt die Eintracht zur Führung. Oder schießt die Eintracht zur Führung. 1:0 hier. Zack, zack, auch wenn es kurz geleckt hat. Hummels ausgespielt und Neuer ohne Chance. Und Fabian auch schon mit seinem zweiten Tor. Und das ist doch mal ein perfekter Start im Spiel. Nach einer Viertelstunde die Führung. Und so muss es und so kann es gerne weitergehen. Jetzt sind die Bayern natürlich gefordert, hinten vielleicht ein bisschen offener zu spielen oder auf jeden Fall was nach vorne zu machen. Aber wir sind überragend. Guck mal, wir gewinnen zwei Kämpfe. Ballstaffetten klappen wieder, was in den letzten Spielen nicht geklappt hat. Und die Bayern wirken verunsichert so ein bisschen. Vidal kommt da nicht ran. Fabian, du liebe Zeit. James, da ist Martinez, Vidal. Martinez, Hummels. Ja, die Bayern sind erstmal um gepflegten Spielaufbau bemüht. Und dann der Fehlpass von David Alaba.
Der kann sehr teuer werden, aber Boateng, also das ist echt ein Schrank hinten. Den hätte ich auch gerne bei der Eintracht noch irgendwie. Also so ein Spieler. Nicht Boateng unbedingt, obwohl doch Boateng. Ne, aber Boateng war auch mal beim HSV, ey. Wenn du das so mal durchgehst, welche Profis schon alle beim HSV unter Vertrag waren. Son, Demirbay, Boateng, um nur mal drei Leute zu nennen. Wenn die da heute noch spielen würden beim HSV, ich glaube, die Hamburger, die hätten wenig Probleme mit dem Abstiegskampf. Muss man echt sagen. Aber wir dürfen uns jetzt nicht anstecken lassen. Die Bayern spielen in der Anfangsphase viele Fehlpässe. Das dürfen wir denen nicht nachmachen. Wir müssen ihnen zeigen, wie es richtig geht. Ribéry unten gegen Mascarell. Schön gemacht. Klasse. Und jetzt sind sie ein bisschen aufgerückt. Der Rechtsverteidiger fehlt. Beziehungsweise Linksverteidiger. Leer gegen Hummels. Das war zu offensichtlich. Also der stand ja gestern schon in der Zeitung drin. Die Ballantäuschung. Lewandowski lässt sich jetzt mal ein bisschen ins Mittelfeld fallen. Müller ebenfalls. Die kriegen vorne noch zu wenig Bälle. Jetzt vielleicht mal Rodriguez. Geklärt. Und auch mal wieder ruhig hinten aufbauen. Also nach einer halben Stunde haben wir die Bayern vollkommen im Griff. Noch keine zwingende Chance. Und noch keine Parade, die Radetzky leisten musste. Also das sieht alles gut aus. Wir müssen halt nur den Ball ruhig in unseren eigenen Reihen halten. Nach der Lücke suchen und so lange spielen, bis sie halt da ist. Hat ja vor dem 1-0 ganz gut geklappt. Rebic, Mascarell. Mascarell hat ein bisschen Platz. Schöne Chance, schöner Schuss. Und wenn die Lücke halt da ist, einfach schießen. Neuer hält auch nicht jeden Ball fest. Halleer, Latte. Der klatscht noch oben drauf, ey. Scheiße. Warum senkt er sich nicht ein bisschen früher? Das wäre ein überragendes Kopfballtor gewesen. Jetzt muss er sich senken. Und er senkt sich leider zu spät. Da hätte Neuer auch nicht den Hauch einer Chance gehabt. Dann macht sich schon unser Keeper warm. Was soll das denn? Chancen über Chancen, aber nur 1-0. Das ist gegen die Bayern saugefährlich. Du musst normalerweise jede Chance nutzen gegen die Bayern. Weil die können immer durch eine Einzelaktion oder durch eine Standardsituation können die auch zum Ausgleich kommen. Aber bislang nicht. Bislang lässt unsere Verteidigung wirklich 0, nix zu. Und das zeigt halt einfach die Stärke, die diese Abwehr besitzt. Und auch diese geschlossene, die Mannschaft besitzt. Ja, jeder fightet für jeden, Verteidigung fürs Mittelfeld und auch andersrum und die Stürmer arbeiten auch mal mit nach hinten. Ja, also das zeichnet uns wirklich schon die ganze Saison aus und deswegen sind wir verdient schon Meister und vielleicht auch noch Pokalsieger irgendwann. Wenn wir es denn ins Finale heute schaffen. Das ist immer die Devise. Müller, Lewandowski. Kimmich, Müller, Rodriguez, ja, es war auch schnell und gut gespielt von den Bayern, da müssen wir echt wachsam sein. Macht unsere Verteidigung. Willems, Rebic, bisschen kurz geraten. Nochmal Willems. Fabian, das ist abseits. Ja, schade. Guck, da wäre es wieder der typische Doppelpass gewesen. Fabian spielt zu Haller, Haller zurück und Fabian wäre frei davon. Frei. Und auf und davon gewesen. So, so klingt das gut. Müller, Kimmich, wieder ein Fehlpass. Martinez, Lewandowski, wieder ein Fehlpass. Also, das ist echt erschreckend, was die Bayern zeigen, muss ich ja sagen. Also, Fehlpässe über Fehlpässe, vorne kriegen sie nichts gebacken, hinten stehen sie auch total offen. Der nächste Alu-Treffer, das gibt es nicht. Jetzt fängt das wieder mit diesen Alu-Treffern an, ey. Schön getroffen von Fabian und Neuer hätte da auch wieder nicht den Hauch einer Chance gehabt. Aber Fabian schießt ihn halt an die Latte, anstatt ins Tor. Vielleicht muss man das den Leuten mal sagen, dass sie ins Tor schießen sollen und nicht ans Alu. Dafür gibt es keine Punkte. Und auch kein Weiterkommen. James. Nachspielzeit läuft. Ribéry. Vidal. Rodriguez nochmal. Müller jetzt auf der anderen Seite. Müller und Fernandes klärt. Super. 2 Minuten Nachspielzeit müssten eigentlich rum sein. Nee, den Angriff lässt er wohl noch. Nein, lässt er nicht. Schiri pfeift zur Pause. Also Stand jetzt sind wir im Finale auch verdient. Also es ist wirklich schwach, was die Bayern zeigen. Wirklich. Ihr seht das. 0 Schüsse. Und 0 Schüsse auch aufs Tor. Dazu mehr Ballbesitz für uns, mehr Zweikämpfe gewonnen. Also wir sind den Bayern in allen Belangen überlegen, was mich wirklich überrascht. Also ich meine, das ist ein Halbfinale im Pokalspiel, ja? Du legst hier 1-0 zurück und dann spielst du so einen Müll. Ich meine, mir soll es ja recht sein. Ich möchte ja jetzt nicht die Bayern wieder stark machen und dann heißt es hinterher wieder, ja, hetzte. Wir akzeptieren das so. Die Bayern, die können jederzeit ins Spiel wieder zurückkommen. Die können auch aus nichts ein Tor machen. Das ist so bei den Bayern. Dafür sind die einfach
von den Spielern her zu qualitativ gut besetzt. Oder qualitativ sehr hochwertig besetzt. Und kaum sage ich's. Schon hat Lewandowski die erste Chance für die Bayern. 49. Minute, ja. Weil wir hinten geschlafen haben. Weil wir uns vielleicht auch wieder zu sicher sind. Und weil die Bayern vielleicht auch jetzt ihre Formation verändert haben. Oder vielleicht greifen sie unsere Außen schon ein bisschen früher an. Vielleicht auch zu früh, weil dadurch entstehen nämlich diese Lücken hier. Gacinovic hat Platz, zieht nach innen oder flankt auf Rebic. Neuer. Keine Probleme für ihn da. Aber darauf können wir auch ruhig spekulieren. Auf die Abwürfe und auf die kurzen Pässe von Neuer. Und das müssen wir weiterhin machen. Zweikämpfe suchen, Zweikämpfe führen und auch Zweikämpfe gewinnen. Und aufpassen, dass uns Ribéry nicht wegläuft. 54. Aufgepasst. Pass zurück, Rodriguez. Das ist das, was ich gemeint habe. Das sind die Bayern. Das ist typisch Bayern, aus nichts ein Tor zu machen. Aber es war gut gespielt. Hinten geschlafen, Mascarell nicht hinterhergekommen. Und dann ist Willems machtlos. David Abraham, beide werfen sich rein. Aber beide, die können es da nicht verhindern. Und Radetzky ebenfalls nicht. So, also, da haben wir es. Rodriguez 1:1. Die Bayern sind wieder im Spiel drin. Das, was ich schon in der ersten Halbzeit gesagt habe. Aber gut, da bin ich auch ein bisschen selber schuld. Weißt du, ich rede die Bayern auch immer stark. Ich rede die jetzt nicht stark. Wir machen jetzt einfach so weiter. Wir waren ja nach wie vor die bessere Mannschaft. Also, das ist echt ein Witz, dass die Bayern hier zum 1-1 gekommen sind. Abseits von Gacinovic? Nein. War kein Abseits. Nochmal Gacinovic. Und jetzt hinten auf Rebic. Nee, und Haller fliegt da vorbei. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass uns das Spiel hier nicht aus der Hand gleitet. Nächstes Spiel wieder gegen die Bayern. Aber diesmal... diesmal in München, in der Allianz Arena. Kimmich gegen Mascarell, Müller. Nochmal Joshua Kimmich. Die rechte Seite wird jetzt auch stärker von den Bayern. Müller. Und Willems. Passt da super auf. So, jetzt erstmal Spiel beruhigen. Spiel aufbauen. Erstmal schauen, wo der nächste Mann frei ist und den Bayern hier keine Chancen mehr zulassen. Im besten Fall Gacinovic, Haller. Gegen Hummels macht er super und schickt Gacinovic bzw. Fabian. Aber es ist halt auch leider keiner in der Mitte. Ich mache ihn trotzdem einfach mal rein. Oh Gott, auf Willems. Willems, ja, der kann schießen von Weitem, aber das konnte er auch schon besser. So, Wechsel bei den Bayern. Pantovic für Ribéry, also das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht, warum die Ribéry rausbringen, rausnehmen in so einem wichtigen Spiel und dafür einen Jugendspieler. Also, das... das ist manchmal unverständlich in FIFA, was die hier für Wechsel machen. Das würde nie jemand machen. Das würde Heinkes in echt nicht mehr in Erwägung ziehen, jetzt einen Jugendspieler reinzuwerfen. Aber abwarten. Vielleicht berechnet FIFA schon, dass Pantovic der entscheidende Torschütze ist. So, Foul von Müller. Ja, gibt einen Freischuss für uns. Und Tolisso. Den Wechsel, den verstehe ich auf jeden Fall für Martinez. So, was machen wir jetzt? Flanke. Da hinten steht zum Beispiel Willems ganz frei. Wir könnten es mal probieren. Wir probieren das mal. Komm, bisschen Risiko muss heute auch mal sein. Willems. Aber jetzt ist halt das Problem, dass niemand frei ist. Das war nicht gut gemacht. Fernandes, Mascarell. Ah, auf Rebic sollte der. Da haben wir Pantovic zum ersten Mal. Vidal. Kimmich und Müller. Lewandowski. Achtung, Joshua Kimmich unten. Von dem wir bislang auch noch nicht so viel gesehen haben, ne? Also, der ist sonst immer stärker. Aber vielleicht kommt das ja alles noch. Vielleicht wird ja die starke Phase der Bayern jetzt beginnen. Rodriguez, Vidal, ich hoffe es natürlich nicht. Lewandowski, David Abraham, der auch heute wieder ein besseres Spiel macht als die letzten. Ist wirklich gut im Spiel drin. Pantovic und Tolisso, die beiden Neuen. Müller, das ist jetzt spitz auf Knopf hier. Die Bayern... mit ihrer spielerischen Klasse. Die können auch mal im Strafraum 2-3 direkte Bälle spielen. Und Gacinovic jetzt gegen David Alaba. Da gehen auch so langsam die Kräfte aus. Müssen wir auch gleich mal gucken, ob wir vielleicht nicht mal wechseln können. Aber zunächst mal spielen wir diesen geilen Angriff hier. Und Mascarell, warum schieße ich nicht? Warum will ich da nochmal rüberspielen? Mascarell hatte freie Bahn. Da hätte ich locker mal drauf schießen können. Und gut geklärt von den Bayern. Ja, Bayern sind jetzt auch spielerisch viel besser im Spiel drin. James... Rames auf Lewandowski gegen Saicedo. Oh, Saicedo, da geht er zu schnell und zu früh runter. Aber Rebic klärt das. Timothy Chandler ebenfalls. Das war gut gemacht. Gacinovic, Fernandes.
Mascarell, oh nein, der sollte ganz unten hin. Also die Fehlpässe, die häufen sich jetzt auch leider, weil wir zu schnell spielen, weil wir zu hastig sind. Vidal, gut von Gacinovic. Das war wichtig. So, jetzt der schnelle Konter, der Gegenschuss. Komm über Rebic, der ist schneller als Joshua Kimmich. Ganz hinten wartet Willems. Ganz hinten wartet Willems, aber auch Neuer. Scheiße, wäre der hinten durchgekommen, ehrlich, das wäre eine große Chance gewesen. Und jetzt die Bayern wieder. Jetzt geht's hin und her. Also jetzt ist es ein offener Schlagabtausch. Müller. So, Spiel beruhigen. Mal gucken, was wir wechseln können. Ein paar frische Kräfte haben wir ja hoffentlich auf der Bank. Denkste. Gut, aber Nguet ist fit. Den können wir für Rebic reintun. Boateng, das reicht, falls es Verlängerung gibt, dass der in der letzten halben Stunde nochmal reinkommt. James geht auch raus. Kommt der nächste Jugendspieler? Weiß man nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass auf der anderen Seite jetzt erstmal frei ist. Nee, Thiago kommt rein. Gut, das ist kein Jugendspieler. Den hätte ich eigentlich auch schon von Anfang an erwartet. Aber gut. Fabian unten auf dem Nguet gegen Kimmich. Ja, Kimmich unsicher und klärt erstmal ins Seiten aus. Komm, 7 Minuten. Nochmal Druck machen und der Verlängerung vielleicht doch noch aus dem Weg gehen irgendwie. Mascarell. Gacinovic. Gacinovic, komm, der hat schon so viele gute Aktionen gehabt in der Saison. Fernandes. Ja, der senkt sich nochmal gefährlich. Der senkt sich spät und gefährlich runter. Ihr seht das um. 8:2 Schüsse. Oh, schade. Ich dachte, der spielt ganz unten hin. Dann wäre ich aber da gewesen. Aber Neuer ist ein Fuchs. Der hat sich kurz nochmal umentschieden. Thiago, Vidal. Lewandowski lässt sich jetzt mehr zurückfallen. Boateng ist vorne. Oh, das heißt, die Bayern haben hinten aufgemacht. Das heißt, die riskieren das wirklich, vor der Verlängerung noch ein Tor zu machen. Sie sind vorne über Thiago, Mascarell klärt. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Und schlau spielen einfach nur. Wenn Boateng jetzt vorne bleibt, fehlt hinten ein Innenverteidiger. Da muss irgendwo immer ein Mann von uns frei sein normalerweise. Willems. Nguet unten, der ist noch frisch. 90. Minute läuft. Nguet, hinten ist Gacinovic. Gacinovic! Und das ist das Finale. Das finale Tor. Der kleinste auf dem Feld mit dem Kopfballtor. Unglaublich. Unfassbar. Da wirst du doch bekloppt. Nguet, freie Bahn. Und endlich klappt mal dieser lange Ball. Der Ball an den zweiten Pfosten. Endlich klappt er und Gacinovic steigt hoch und Neuer kann da nichts machen. Hummels auch gepennt. Und Boateng fehlt. Tja, Ancelotti, verzockt. Vielleicht, eventuell. Das erste Tor von Gacinovic, vielleicht auch sein wichtigstes. Er schießt uns ins Finale, er schießt uns zum Meistertitel. Gacinovic wird wichtig in den nächsten Wochen, beziehungsweise in den nächsten Spielen. Gut, aber aufgepasst, es gibt noch 2 Minuten Nachspielzeit. Noch ist hier gar nichts entschieden. Die Bayern können auch in der 90. zuschlagen. Das ist normalerweise auch die Zeit von dem FC Bayern. Joshua Kimmich, Boateng nochmal, aufgepasst. Lewandowski, und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein und das ist es auch. Wir ziehen ins Finale ein von Berlin und wir haben die Chance, das Double zu holen. Gegen wen? Oder gegen Mainz 05? Je nachdem. Aber wir haben es geschafft. Ein großer Fight von unserer Mannschaft. Richtig gut gemacht. Und das eine Tor waren wir dann doch besser dem Bayern gegenüber. Richtig stark. Richtig starke Leistung. Boah, Wahnsinn. Aber die Bayern, ihr seht das auch. Nur einen einzigen Schuss aufs Tor. Lass mal gucken, das müsste das Tor von Rodriguez gewesen sein. Ja, 54. Minute. Das war das zwischenzeitliche 1:1. Ansonsten waren wir den Bayern wirklich in vielen Belangen überlegen. Das ist einfach so. Also verdient gewinnt Frankfurt 2:1 gegen Bayern. Ach, überglücklich, dass wir noch im Finale sind und dass wir die Chance aufs Double haben. Das wäre wirklich die Krönung. Wirklich. Und jetzt schauen wir mal, ob es ein Hessen-Derby wird gegen Wiesbaden oder halt das Rhein-Main-Derby. Gut, die Bayern haben jetzt die Chance, sich zu revanchieren, aber im Grunde genommen, der Erste gegen den Zweiten, im Grunde genommen ist das eigentlich egal. Wir haben noch ein bisschen Preisgeld gekriegt, 2,5 Millionen, das ist viel für die Eintracht. Darf man immer nicht vergessen, ne? Für die Bayern wären 2,5 Millionen jetzt nicht so viel, aber für so kleine Vereine wie die Eintracht ist das immer Gold wert. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich natürlich gespannt, gegen wen wir im Finale spielen. Es wird das Rhein-Main-Derby. Mainz gewinnt in Wiesbaden mit 0:2. Das heißt also, dass das Berliner Olympiastadion ein Rhein-Main-Derby sehen wird. Am 30. Mai, Relegation kommt auch noch, da sind wir aber Gott sei Dank nicht dabei. Wir gucken jetzt nochmal die letzten Spiele. Wir haben noch 3 sehr attraktive Spiele auf jeden Fall. Bayern auswärts, Hamburg zu Hause, Schalke auswärts und dann am 30. Mai geht's nach Berlin. Die Adler wollen Berlin erobern. Ne? Oder wie es in diesem Jahr so schön hieß, Adler im
Anflug auf Berlin. Das war ein richtig schöner Slogan. Und vielleicht können wir es ja besser machen. Gut, also im nächsten Part gibt es nochmal das Rückspiel in Anführungszeichen in München. Wir haben es geschafft, wir haben es ins Finale geschafft und haben jetzt die Chance aufs Double. Richtig, richtig geil, richtig schöne Geschichte. Und dafür denke ich mal, da kann man mal ein paar Likes droppen und auch ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, ciao.